Willkommen zurück zu Let's Play Star Ocean The Second Story. Ich bin Marcel15 und wir haben gerade, wir sind auf dem Kontinent Lacour und in der Stadt Linga und haben beobachtet, wie ein Mädchen hinter einem komischen blauen Ding rumrennt, was Cloud Maschine genannt hat. Und ja, da starten wir wieder ein. Rena fragt, was eine Maschine ist. Maschine? Cloud rennt weg. Was um alles in der Welt geht hier vor? Ja, Celine spricht zweimal was, aber es wird nie auf sie geantwortet, denn sie ist unwichtig. Ja, und da liegt sie. Sie hat sich anscheinend, ja, auf die Nase gelegt. Wurde von dem Ding verarscht. Ups, ich hab's wieder vermasselt. Der alte Herr wird sich jetzt über mich lustig machen. Alles in Ordnung? Hast du dich verletzt? Sie läuft rot an. Hey, macht euch keine Sorgen um mich. Sowas passiert mir regelhaft. Haha. Du meinst wohl regelmäßig. Aber egal, ich bin froh, dass es dir gut geht. Danke. Hey, hast du zufällig gesehen, wo mein Bobot hingegangen ist? Bobot? Ja, er lief vor mir her, erinnerst du dich? Oh ja, das ferngesteuerte Auto. Ja, das sah ja auch so aus wie ein Auto, genau. Ich glaube, es ist dorthin gefahren. Und Ashton sagt gefahren. Das Ding ist gelaufen. Oh nein, ich muss ihn holen gehen. Aber naja. Aber warte. Danke für die Anteilnahme. Tschüss. Mein energiegeladenes Ding. Weg ist er. Gut. Okay. Sie ist eher ein Tornado als ein Teenager. Celine, du bist unwichtig. Ich fand sie ganz niedlich. Oh? Das ist also dein Typ, ja? Merkt ihr das? Celine wird komplett ignoriert, zu Ashton wird wenigstens noch geredet. Ich find's klasse. Ashton läuft rot an, interpretiere nicht so viel rein in das, was ich sage. Ja, Ashton mag Princess. Dieses Mädchen. Verdammt. Ihr habt das jetzt nicht gehört. Nein, nein, niemals. Ihr hört mir ja sowieso nicht zu. La la la. So. Okay, hier finden wir nichts, aber ich kann ein paar Blaubeeren und Brombeeren. Na, keine Aquabeeren. Na, okay, ein paar kann ich kaufen. So. Ich habe auf dem Weg hier ein bisschen was ausgegeben davon. Denn es ist doch nicht ganz so einfach, mit so relativ schwachem Zeug halt hier durchzukommen. Wieder mal ein Fertigkeitsladen. Hier gibt es schon Wissen 3 und Technik 3. Was wir uns aber natürlich noch nicht leisten können. Wie gesagt, eigentlich sollen wir hier erst viel später hin. Normalerweise heißt es, man soll erst nach Lacour, dann erledigt man dort was, dann muss man erst hierher und dann nochmal nach Lacour und ja, wir sind direkt hierher gegangen, nur um ein was zu machen und wir werden dann aber auch direkt, oh, Entschuldigung. Ja, aber wir werden auch dann direkt wieder zurückgehen. Das heißt, wir machen jetzt hier nur das eine, was ich vorhatte. Und ich bin nur kurz mal am gucken, ob es hier irgendwo einen Werkzeugladen oder sowas gibt, aber ich vermute mal nicht. Wenn, dann da unten noch eins. Wenn jetzt hier nichts gibt, gibt es hier keine Waffen und nichts. Nee, gibt's auch nicht. Nicht schön. Naja. Dann müssen wir uns doch, wenn wir zurück in Herli sind, dort Waffen kaufen. So. Allerdings gehen wir jetzt erstmal wieder raus hier. Und nun können wir hier eine Einzelaktion machen. Und genau das tun wir auch. Es ist eine Stadt der Bildung. Oh nein. Bildung. Nein. Niemals.
Naja, okay, ich habe auch Abitur und studiere momentan. Aber, naja. Das heißt noch lange nicht, dass man es mögen muss. Und ja, hier ist sie wieder. Das Mädchen von vorhin. Ich habe dich sicher schon mal gesehen. Was möchtest du? Und sie hat ihr komisches blaues Ding eingefangen. Das stimmt. Ich möchte dich nach etwas fragen. Ist das eine Anmache? Ich liebe Anmachen. Ja. Nein, nein. Daran habe ich nicht gedacht. Nun, du musst nicht so überzeugt sein. Das wäre nämlich nicht gerade ein Kompliment. Natürlich, tut mir leid. Na gut, worüber wolltest du sprechen? Eigentlich wollte ich dich nach dem Ding fragen, das du da trägst. Das? Das ist ein ferngesteuertes Auto, oder? Ja, weil es ja auch aussieht wie ein Auto, Cloud. Mensch. Was für ein furchtbarer Name. Er heißt Bobot. Aber Bobot könnte auch ein furchtbarer Name sein, wenn ich darüber nachdenke. Gar nicht, das ist ein schöner Name. Wirklich? Puh. Es fiel mir nur gerade ein, weißt du, es könnte ein schlechter Name sein. Wer weiß das schon? Verstehst du, was ich meine? Hier, warte. Findest du das cool? Hä? Findest du solche Sachen cool? Nun ja, ich meine, es sah aus wie ein ferngesteuertes Auto. Also ich verstehe diese Fernsteuersache immer noch nicht. Aber wenn du Bobot cool findest, haben wir wahrscheinlich viel gemeinsam. Willst du zu mir nach Hause kommen und den Rest meiner Sachen ansehen? Wäre das okay? Oh, und Typen können mich anmachen. Aber ich mache keine Typen an, okay? Komm nicht auf falsche Gedanken. Ich verstehe vollkommen. Ja. Super, mein Name ist Praces. Praces Neumann. Ja. Den Namen, den ich vorhin gar nicht gespoilert habe. Nein. Sie heißt Praces und ja. Wie geht es dir? Sie ist ziemlich hyperaktiv und sie ist eine Erfinderin. Oh, ich bin Cloud. Cloud Kenny. Schön, dich kennenzulernen, Cloud. Und wir werden zu ihr nach Hause eingeladen. Hey, Cloud, wie alt bist du jetzt? 19, warum fragst du? Na, passt, ich bin auch 19. Ha. Nun, das sind nur 3 Jahre Unterschied zwischen uns. Das ist okay. Was ist okay? Was denkst du? Ja, Brad ist ein Teenager. Ihr könnt euch denken, was sie denkt. Hey Cloud, weißt du, das Mädchen mit den blauen Haaren, mit dem du reist, ist sie deine Freundin oder so? Aber nein. Oh. Ist das hier dein Haus? Ja, du kennst also mein Haus, hä? Ja, irgendwie. Komm rein. Nee, irgendwie nicht. Aber naja. Vielleicht kann man da vorher noch rein, bevor man die Einsatzaktion macht, aber weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und da ist Rena. Praces Wohnzimmer. Komm her. Ja, wenn man Rena hat, kann man auch hierher landen. Landet man dann schließlich hier. Und da knüpft dann die eine Seite der Geschichte wieder an die andere an. Hallo. Rena? Cloud, was machst du hier? Paps, sei nicht so ein Trottel. Wenn du eine Verabredung hast, sag es einfach, okay? Wer ist hier der Trottel, hä? Wenn du Männer mit nach Hause bringst, versteckst sie so, dass ich sie nicht sehe, okay? Okay. Entschuldigung, Ja. Beide denken sie genau das Falsche. Du interessierst dich also dafür, Rena? Ja. Es ist blau, wie meine Haare. Ich finde das toll. Nein, Rena ist in Ordnung. Die ist nicht so. Da siehst du, habe ich es dir nicht immer gesagt.
Wahre Genies werden letztendlich immer anerkannt. Ja, lange nachdem sie tot sind. Ja, gut, ist sie. Das war unangebracht. Nichtsdestotrotz frage ich mich, warum ihr diese Dinger bauen wollt. Oh, die? Nun, ich möchte nicht hochnäsig klingen oder so, aber ich glaube, man kann sagen, dass es Inspiration war. Inspiration. Doch davon abgesehen habe ich deine Kleidung angesehen und mir ist aufgefallen, dass sie ganz anders ist als normale Kleidung, weißt du? Ah, nun, das ist nur Kleidung. Ich meine, die kann man überall kaufen. Ja, ja, genau. Cloud? Na gut, alle anderen warten, also ich denke, wir sollten besser gehen. Ja, das ist eine komplette Erfinderfamilie. Das, was ihr da hinten seht, ist ein Fahrstuhl. Und das sind sozusagen die einzigen Maschinen, die es hier gibt, eigentlich großartig auf X-Pill. Zumindest so Maschinen im Maschinensinne. Oh, ist das so? Entschuldigung für so wenig Gastfreundschaft. Nicht nötig, der Tee war wunderbar. Und deswegen hat sich Cloud da wahrscheinlich was erhofft, im Sinne von Raumschiff-mäßig oder sowas. Aber scheinbar gab es da nicht so. Oh, und Britzis rennt uns hinterher. Erinnerst du dich, wie mein Vater über Inspiration und so ein Zeug sprach? Nun, das ist gelogen, okay? Gelogen? Vor langer Zeit hat er dieses gigantische Stück Stahl gefunden, weißt du? Und er sagte, dass es vom Himmel gefallen sei. Vom Himmel gefallen? Wie die Hexenkugel, meinst du? Ja, so in der Art. Und dann? Was dann? Rena, du wärst nicht eifersüchtig oder so und schmolzt nicht, oder? Doch wenn, kannst du es ruhig sagen. Ich habe nichts gegen eine Rivalin. Oha. Also, ich weiß es echt nicht. Gut, okay, das ist großartig. Oder denkst du immer noch etwas an Cloud? Nein, tue ich nicht. Okay, dann gibt es kein Problem. Es gibt ein Problem. Ein großes Problem. Warum? Nun, weil... Nun, mach schon was. Ist es, hä? Nun, es ist... Ich weiß es. Es ist die Hexenkugel. Es ist alles wegen der Hexenkugel. Ja, klasse Ausrede, Rena. Schau, Britzis, verstehst du? Wir müssen die Hexenkugel erforschen. Richtig? Wir haben nicht... einfach nicht die Zeit, mit dir hier herumzuhängen. Ja, das ist es. Wir haben keine Zeit. Aber warte mal. Du meinst, ihr wollt tatsächlich die Hexenkugel anschauen? Ja, das haben wir vor. Okay, ich komme mit. Ich darf doch, oder? Oh, bitte nimm mich mit. Bitte, bitte. Aber... Nun, warum nicht? Sind wir denn nicht Freunde? Hä, sind wir, bitte? Ja, sie ist relativ aufdringlich. Warte mal, wieso sind wir so plötzlich Freunde? Ich dachte, wir wären Freunde. Ach, richtig, jetzt lasst ihr mich fallen. Wir lassen dich nicht fallen. Okay, dann gibt es kein Problem. Die Hexenkugel fiel vom Himmel, richtig? Also alles, was wir tun müssen, ist sie wieder hierhin zurückzubringen. Und dann können wir bessere Sachen machen als je zuvor. Ja, sie will aus der Hexenkugel irgendwas bauen. Außerdem seid ihr die Einzigen, die mich je wie einen normalen Menschen behandelt haben. Plötzlich. Ja, denn Maschinen sind halt auch noch nicht so bekannt hier und... Erfinder wurden immer erstmal als verrückt abgetan. So, und hier haben wir wieder die Auswahl. In Ordnung, du darfst mitkommen, du darfst nicht mit. Dies ist kein Spiel. Ja. So wie Ashton schon vorher, was ich bei Ashton allerdings nicht erwähnt habe. Wenn ihr Ashton mitnimmt, kriegt ihr zwei Charaktere nicht. Und... Ja, wenn ihr jetzt Pratsis mitnimmt, bekommt ihr einen anderen Charakter später nicht. Allerdings, Ashton war es mir wert und sie wird es mir auch wert sein. Allerdings erst im nächsten Part. Denn dieser Part ist schon sehr weit fortgeschritten, denn es war doch ganz schön zeitaufwendig jetzt hier. Was ich nicht erwartet habe. Ich bin Marcel15, das war Let's Play Star Ocean, The Second Story. Bis zum nächsten Mal.